Der Samsung The Freestyle ist ein innovativer Beamer, den du flexibel nutzen und sogar unterwegs per Akku betreiben kannst. Wir haben uns den mobilen und smarten Freestyle-Projektor mal genauer angeschaut. Mit dem The Freestyle, der auch auf die profane Bezeichnung SP-LSP3 hört, steigt Samsung in ein neues Marktsegment ein. Denn während man bei Beamern normalerweise an große und teure Kisten im Heimkino denkt, bietet der Samsung The Freestyle viel mehr Unabhängigkeit. Was das genau bedeutet und wie gut der mobile Beamer freestylen kann, erfährst du jetzt. Out of the box macht der Samsung The Freestyle einiges her. Das weiße Gerät ist ansehnlich gestaltet und aufgrund der kleinen Maße sehr unscheinbar. Dank des niedrigen Gewichts von 800 Gramm kannst du den Beamer problemlos in die Tasche packen und mitnehmen. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Die Neigung in kleinsten Abstufungen einstellbar und eine Kappe schützt die Linse sicher beim Transport. An der Seite hat der The Freestyle dann noch zwei Anschlüsse, einen Micro-HDMI-Eingang und einen USB-C-Anschluss. Mit einem entsprechenden HDMI-Adapter kannst du über Micro-HDMI externe Geräte wie einen Laptop, Blu-ray-Player oder Spielekonsole anschließen. Das entsprechende Micro-HDMI-Kabel ist im Lieferumfang jedoch leider nicht enthalten. Der USB-C-Anschluss wiederum ist lediglich zur Stromversorgung vorgesehen. Zu guter Letzt ist dann noch eine Fernbedienung bei dem Beamer dabei. Schauen wir uns nun aber mal das Gerät im Praxischeck an. Samsung hat den Beamer mit dem Smart-TV-System Tizen ausgestattet. Damit bietet der Beamer die gleiche App-Auswahl wie ein moderner Fernseher. Alle wichtigen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus sind an Bord. Dazu kommen noch die Samsung-eigenen Dienste, wie Samsung TV Plus, womit du per Internetverbindung kostenlos TV-Sender streamen kannst. Außerdem kannst du den Beamer mit anderen Samsung-Geräten im gleichen Netzwerk verbinden und Bildinhalte von dort übertragen. Trotz des riesigen Funktionsumfangs funktioniert die Einrichtung des Beamers denkbar einfach. Einziger Haken: Du benötigst zur Nutzung des The Freestyles zwingend ein Samsung-Konto. Das ist selbstverständlich kostenlos. Und damit bist du dann auch sofort nach der Registrierung startklar. Die Bedienung lief im Test weitestgehend flüssig. Sogar eine Sprachsteuerung mit eingebautem Mikrofon ist an Bord. Mit den virtuellen Helfern Google Assistant, Alexa und Bixby kannst du den Samsung The Freestyle auch per Stimme steuern. Für ein ordentliches Bild sollte der Beamer mindestens einen Abstand von 80 cm zur Wand haben. Dann erzeugt er ein recht helles Bild mit einer Diagonalen von 30 Zoll. Um die Fläche zu vergrößern, kannst du den Abstand auf bis zu 2,7 Metern vergrößern und erhältst damit ein heimkinotaugliches Bild mit bis zu 100 Zoll Größe. Mehr Abstand ist zwar möglich, dann wird das Bild aber sehr dunkel. Der Samsung Freestyle überzeugt auf den ersten Blick mit passenden Farben, natürlichen Übergängen und einem stimmigen Gesamtbild. Sogar HDR unterstützt der Beamer laut Datenblatt, um den Farb- und Helligkeitsraum bei entsprechenden Materialien zu erweitern. Inwiefern das bei einem Beamer mit 550 Lumen Helligkeit relevant ist, darüber kann man natürlich streiten. Damit man nicht bei jedem Umstellen und Drehen des Beamers das Bild manuell neu ausrichten muss, besitzt der The Freestyle eine automatische Bildeinstellung. Damit richtet der Beamer das Bild stets geradeaus, egal in welchem Winkel du auf die Wand beamst. Im Test funktionierte das sehr gut. Egal ob der Beamer gerade, nach oben oder sogar schräg von der Seite auf eine Oberfläche scheint, das Bild wurde stets innerhalb von Sekunden wieder richtig ausgerichtet. Der kleine und kompakte Beamer wird prominent mit 360-Grad-Sound beworben. Für die Größe und das Gewicht schafft es der Freestyle, einen beeindruckenden, klaren und angenehmen Klang in den Raum zu stellen. Selbst auf höchster Lautstärkeeinstellung bleibt der Sound sauber und übersteuert nicht. Allerdings werden die Lautsprecher des Beamers auch nicht besonders laut. Wenn du also gerne beispielsweise Musikvideos über den Beamer laufen lassen möchtest, werden externe Soundlösungen die Partystimmung erheblich steigern. Wer bereits einen Beamer besitzt, kennt die Situation. Nur im komplett dunklen Raum wirft der Heimkino-Beamer ein wirklich perfektes Bild auf die Wand. Sobald etwas Licht durch die Fenster scheint, sinkt der wahrgenommene Kontrast. Mit 550 Lumen aus seinem LED-Leuchtmittel ist der SP-LSP3 zwar nicht gerade der hellste Beamer, dennoch brechen ihm ein paar Sonnenstrahlen nicht das Genick. Du brauchst also keinen blickdichten Vorhang, um tagsüber mal eine Serie zu schauen. Doch ein bisschen verdunkeln sollte schon sein. Gerade bei Filmen mit dunkleren Szenen erkennst du sonst schnell nicht mehr viel von den Bildinhalten. Echtes Heimkinogefühl kommt wie bei den meisten anderen Beamern
auch mit dem Samsung The Freestyle nur in einem dunklen Raum oder nachts im Garten auf. Zum sicheren Transport bietet Samsung für 59 Euro ein eigenes, sehr robustes Case für den Beamer an. Zwar bewirbt Samsung den The Freestyle explizit für Outdoor-Anwendungen, eine IP-Zertifizierung über einen wirksamen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit gibt es jedoch nach unseren Erkenntnissen nicht. Wenn du den Beamer im Freien nutzt, geschieht das also auf eigenes Risiko. Samsungs neueste Technik-Innovation tut genau das, was sie soll. Der Samsung The Freestyle ist flexibel und mobil einsetzbar, nimmt dir fast alle Mühen der Bildausrichtung ab und ist mit dem umfangreichsten Smart-TV-System Tizen ausgestattet. Für echtes Heimkino musst du weiterhin etwas tiefer in die Tasche greifen. Doch als zu Hause und unterwegs flexibel einsetzbarer Zwischendurchbeamer ist der Samsung The Freestyle für 999 Euro genau das Rundum-Sorglos-Paket, das es verspricht. Insgesamt geben wir dem Samsung The Freestyle deswegen eine verdiente 8,5. Was haltet ihr von Samsungs neuesten Beamer? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass dir das Video wie immer gefallen hat. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao!